Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft. Und ja, ich würde sagen, diesmal rede ich nicht allzu viel über das Spiel, weil es kennt eigentlich im Prinzip jeder. Grundlegende Sachen, die ich mal ansprechen wollte, ist, dass ich mich einfach mal bei allen bedanke, die unseren Stream bzw. meinen Stream so jedes Mal schauen und supporten. Und für die ganzen Donations danke ich einfach mal, die in letzter Zeit reingekommen sind, die unter anderem vom Psydox kamen. Dann habe ich dann noch von Gux ein paar Donations bekommen, beziehungsweise eben eine noch reingekriegt. Und ja, das ist auch derjenige, der uns hier den Server zur Verfügung stellt. Und das finde ich halt wirklich gut. Denn das sind halt auch Leute, die kenne ich im Real Life auch. Und es ist wunderbar immer, wenn man solche Leute bei sich hat. Leute, mit denen man spielen kann, mit denen man quatschen kann, einfach, ja, seine Hobbys verfolgt. Und es ist einfach super, wenn man sich dort austauschen kann. Oder wenn man mal Probleme hat, dass man dann mit denen reden kann, bezüglich, ja, ich sag mal, ganz alltägliches Beziehungsstress oder wenn man irgendwie welche Fragen hat, wenn man beim Training ist und sich sagt so, hey, du, ich hab da jetzt mal ein Problem. Dann kann man zu denen einfach hingehen und sagen, hey, wisst ihr was? Ja, die helfen euch einfach. So, schauen wir mal, was es hier noch gibt. Ja, des Weiteren. Ich bin einfach froh, dass ich solche Menschen um mich drum herum habe, dass ich einfach nicht diesen kompletten Bullshit immer miterleben muss, den es halt auch überall mal zu hören gibt von wegen, ja, hier, ich werde immer runtergebuttert von dem und dem. Solche Sachen sind halt, ja, das sind Sachen, die sind eigentlich unnötig. Sie sollten nicht sein. Und es gibt auch viele Leute, die machen sich gegenseitig immer runter oder machen sich gegenseitig bekloppt. Und es ist einfach so, ja, da frage ich mich, habt ihr nichts zu tun oder keine Ahnung, also kann ich nicht verstehen. Letztendlich sollte man das Miteinander immer gut pflegen, weil man hat, klar, Freunde kann man viele finden, nur man hat nicht immer die Sache so, dass man gute Freunde hat. Gute Freunde findet man wenig, also, und das weiß ich auch selber aus eigener Erfahrung, denn bei mir ist es halt so gewesen, ich habe schon ziemlich viel Scheiße vom Löffel fressen müssen, um es auf Deutsch zu sagen, deswegen... Hab auch öfters mal Unfug gebaut, deswegen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass man halt mit seinen Bekanntschaften und mit seinen Freunden gut umgehen soll und halt nicht mit Füßen treten, weil letztendlich die Leute, die um euch schart, sind die Leute, die ja sich mehr oder weniger um euch kümmern, die für euch einfach nur da sind. Deswegen. Ich will damit nicht sagen, passt auf euch auf. Ja, doch, schon auf eine gewisse Art und Weise. Passt drauf auf, wem ihr Sachen vertraut und anvertraut. Ja. Grundlegendes ist halt immer mal, zum Beispiel, ich bin jetzt froh, dass ich die Dinge mit euch tun kann, die mir Spaß machen, klar. Aber ich kann auch ernste Dinge ansprechen, wie zum Beispiel, ich plane jetzt im Sommer mit einem Longboard durch NRW zu fahren mit meinem Cousin. Und ja, da ist es halt auch schon wichtig, dass man weiß, okay, man kann sich auf den anderen verlassen. Oder dass ich Leute jetzt speziell auch im Stream habe, die einen dort unterstützen, die sagen, hey, finde ich cool, was ihr vorhabt. Einfach eine super Idee, hätte ich auch gerne Bock drauf, dann sage ich auch ganz einfach, hier, komm, könnt ihr ruhig mitmachen, habe ich keinen Vertrag mit, weil letztendlich mit mehreren Mann irgendwas zu unternehmen, ist einfach viel cooler und macht mehr Spaß, als wie, dass man es alleine macht. Das ist einfach so, man kennt das Sprichwort ja, mit mehreren ist man stark, das stimmt sogar, weil jetzt habe ich mich hier verbaut, verhaspelt. Letzten Endes ist es wirklich so, man geht zwar mehr oder weniger alleine durchs Leben, aber alleine ist man nie wirklich.
weil man hat halt immer seine Freunde um sich, wie schon gesagt. Und die helfen einem auch wirklich in jeglicher Lage. Okay, ich glaube, das sieht jetzt etwas scheiße aus. Bruchstein. So. Aber sprechen wir nochmal die Longboard-Tour an. Und zwar hatten wir uns gedacht, dass wir die im Sommer anfangen. So circa eine Woche oder so nach meinem Geburtstag. Und ja, wir schauen einfach mal, wie weit wir da kommen. Wir haben uns da jetzt nicht wirklich irgendwie was festgesetzt. Also eigentlich haben wir gesagt, wir fahren von Koblenz wieder runter nach Kerpen oder nach Bedburg, je nachdem, oder nach Bergheim, wo wir haben ja wieder was Schönes gefunden. Und ja, wir setzten uns da nicht unter Druck oder unter sonst was. Wir setzen uns auch nicht wirklich ein Ziel und sagen, hey, das und das wollen wir bis da und dahin schaffen. Wir machen es einfach nur, weil wir Bock drauf haben. Und ich finde ganz einfach, wenn ihr Bock auf irgendwas habt, dann macht es. Hinterfragt es nicht, tut es. Und man denkt ja immer von wegen, ja, ich hätte jetzt schon Bock, das und das zu tun. Dann sag ich euch, ja, macht es. Warum soll man nicht diese Dinge tun, worauf man Lust hat? Weil letzten Endes, nachher bereut ihr es, dass ihr es nicht getan habt. Und ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Dinge, die man tun will und nicht getan hat, die bereut man nachher. So. Hier geht es dann noch ein bisschen was weiter. Ja, mir gehen eigentlich auch so langsam die Gesprächsthemen aus, was man ansprechen könnte. Ja, Minecraft ist halt so ein kleines Zwischenprojekt, was einmal die Woche kommt. Und oh, da. Uah, Lava! Nein! Die breitet sich jetzt hier aus, ne? Noch weiter. Minecraft wird halt so ein Projekt sein, was wirklich nur ja einmal die Woche kommt und da wird halt dementsprechend einfach nur gezeigt, wie weit wir gebaut haben und. Also von daher, es ist einfach nur so ein, für mich, ein kleiner Zeitvertreib. Ansonsten könnt ihr ja mal bei den anderen Projekten vorbeischauen. Momentan ist es halt überwiegend mehr Smash. Kirby haben wir ja jetzt fertig. Dann haben wir jetzt angefangen Shingeki no Kyojin, also Attack on Titan. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Was jetzt demnächst auch noch kommen wird, ist H1Z1. Das wird halt eine etwas, ja, sagen wir es mal so, kleinere Web-Series wird es geben. Es ist halt ein Early Access und ja, ich habe mir gedacht, das Ganze ziehen wir dann halt so als ja, kleine Serie mal auf. Und dann, ja, ich hoffe, es wird lustig und das Ganze werden wir halt auch wieder mit dem lieben ja, Slim spielen, der auch hier unterwegs ist und ja, ich weiß nicht, ob der Gux Pingu auch dabei sein wird. Der Timo, der wird auf jeden Fall mit dabei sein, denn derjenige hat mich. Also das ist halt, ja, Verwandtschaft, mein Cousin ist das. Und der hat mich halt auf die Idee gebracht, dass wir das Ganze halt spielen. Und ja, ich war ja anfangs immer so, ich bin bei Early Access Sachen immer sehr, sehr kritisch. Ich denke mir dann so, ja, gut, okay, es ist jetzt Early Access, das, ich weiß nicht, ob das dementsprechend hält, ob die Entwickler da weitermachen oder. Und ja. Aber letztendlich, ich habe es mir angeguckt und ich fand es wirklich
Super. Und da schreibt er gerade Hi. Ja, ich fand das Spiel super und bin davon echt begeistert. Wobei ich von Survival Games normalerweise gar nichts halte. Ich bin auch nicht so der Typ, der so Zombie-Spiele spielt oder dergleichen. Weil, ja, ich habe mal angefangen, was war das? Ich glaube Outlast zu spielen. Und das ist einfach nichts für mich, weil so Jumpscare-Spiele, da kriege ich... Daran sterbe ich förmlich fast. Also bin ich nicht so der Typ. Horrorfilme kann ich ohne Ende gucken, aber so Jumpscare... Ja, da könnt ihr mir Spiele empfehlen, wie ihr wollt. Diese Spiele werde ich nicht anfassen oder sonstiges, weil... Ich hänge einfach noch ein bisschen was an meinem Leben. So, was können wir noch machen? Ja, auf jeden Fall hier unten. Was war das? Ja, Horrorfilme. Sprechen wir einfach mal Horrorfilme an. Was schaut ihr denn gerne so an Horrorfilmen? Das würde mich mal interessieren. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Aber oh nein. Wir müssen mal zurück. Steine, 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 Steine. Ihr könnt es einfach mal in die Kommentare schreiben. Okay. Was schreiben wir? Ja. Wie gesagt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr gerne so an Horrorfilmen schaut, was euer Lieblingshorrorfilm ist. Meiner zum Beispiel war damals halt Freddy Krüger. Den habe ich mit meinem Cousin geguckt, da war ich 12. Und ich könnte ihn heute noch dafür verfluchen, weil ich habe nächtelang deswegen nicht geschlafen. In dem Sinne, herzlichen Dank, René. Er hat mich auch nachts einfach aufgeweckt und mir diesen Schock meines Lebens verpasst, wofür ich ihn heutzutage wirklich töten könnte. Wenn ich mal drüber nachdenke, weil es ist einfach... Ja, auf eine gewisse Art und Weise ziemlich unverantwortlich gewesen, was man da halt gemacht hat, ne? So, wir lassen das Ganze hier mal ein bisschen durchlaufen, damit wir uns ein paar Spitzhacken noch farmen können. Gut, so grob gesagt, ich sag mal, die Sachen haben nicht umsonst eine Altersverifizierung. Auch wenn man immer sagt so selber, ja gut, okay, jetzt hier Pipapo ist ja Pillepalle, ja... Ich sehe das mittlerweile ein bisschen was anders. Ich meine, wenn man älter wird, hat man auch ein anderes Denkverhalten. Und von daher passt das Ganze. Ja, wir brauchen noch ein paar Spitzhacken. Ja, grundsätzlich, ja, was soll ich jetzt noch sagen? Also ist schon, die Aufnahmezeit ist schon fast vorbei. Unsere 15 Minuten sind auch schon fast durch. Ist einfach irgendwo auf eine gewisse Art und Weise schade. Und ja, um es nochmal anzusprechen, behandelt eure Freunde wirklich super, denn mit der Zeit, ihr werdet auch sehen, gerade an die etwas jüngeren Zuschauer, ja, passt auf euch auf und haltet eure Freunde gut in Erinnerung, beziehungsweise haltet an ihnen fest, denn irgendwann wird es halt so sein, dass ihr eure Freunde, ja, auf eine gewisse Art und Weise aus den Augen verliert, und das ist wirklich schade, weil ich habe als Jugendlicher oder Kind, sag ich mal, auch einen riesengroßen Freundeskreis gehabt, und ich finde es halt sehr, sehr schade, dass ich jetzt dort nur noch eine Handvoll habe. Und schade ist es auch, dass ich die Freunde, die ich habe, zum Teil auch ein wenig vernachlässige. Deswegen bin ich auch froh, dass ich so gute Freunde habe, ja doch schon gute Freunde, könnte man so sagen, wie den Tsubara oder halt den Guxpingu. Dann bin ich auch froh, dass der Timo, auch wenn ich ihm gegenüber mal sehr, sehr zickig und ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne irgendwas Ausschweifendes zu sagen, ich bin ihm manchmal gegenüber ein bisschen unfair, und das, ja, ist halt auf eine gewisse Art und Weise ziemlich schade. Und an der Stelle tut es mir auch leid, dass ich das halt so immer rüberbringe, und ja, ich meine, du kennst mich, mein Verhalten her, ne? Und ja, deswegen
sorry immer dafür, dass du halt dann in dem Moment denkst, dass ich dort, ja, etwas angepisst bin oder so, aber das ist nicht so. Ich habe halt manchmal ziemlich viel um die Ohren und denke über ein paar Sachen nach, wo ich dann alles immer in mich reinfresse, was aber schade ist. Deswegen, ja, ich kann immer nur mal wieder sagen, passt drauf auf, was ihr sagt, wem ihr vertraut oder sonstiges. Haltet eure Freunde gut um euch und in Erinnerung, denn irgendwann werden es weniger. In diesem Sinne verabschiede ich mich ganz einfach für heute und lassen diese schöne Musik noch ein bisschen Revue passieren. Und ja, lasst doch einfach einen Daumen hoch da, kommentiert ein wenig und dann würde ich auch sagen, falls ihr gerade eingeschaltet haben solltet, lasst doch einfach ein Abo da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wir lauschen noch ein wenig der guten Musik. Das war's für heute und ich schalte mich aus.